von der Web 2.0-Welt kommen. Das heißt, die Mechanismen, die im Internet auch passieren, der, was jetzt einerseits technisch bedingt ist, was über Plattformen geht, was aber auch über Werte, über Verhaltensänderungen, über Arten der Zusammenarbeit, über Kommunikation, über, wenn man es aufs Business bezieht, über Veränderungen im Kaufverhalten und so weiter bezieht. Also dort, was die letzten Jahre und Jahrzehnte im Internet passiert ist, das zu übertragen auf ein Unternehmen, und das bezeichne ich als Enterprise 2.0, das heißt, wir können natürlich nicht eine 1:1 Replikation machen und sagen, wir übernehmen die gleichen Dinge, sondern es ist einfach die Frage, was davon macht Sinn, wie zu übernehmen, wenn wir jetzt den internen Blick haben, also eine Enterprise 2.0, und die Frage, wie gehen wir denn aus der Sicht Business 2.0 denn auch ja, mit diesen Veränderungen entsprechend um, also welche Produkte haben wir dafür, welche neuen Szenarien ergeben sich im Umgang mit Kunden, im Umgang mit weiteren Stakeholdern, Partnern, Lieferanten und sonstigen, also die Außensicht sowohl als auch die Innensicht.